Im Münchner Norden liegt unsere Stadt. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen Peter Kusel, stellvertretender Abteilungsleiter hier in Kottern. Gleichzeitig darf ich begrüßen Daniel Weber. Hallo zusammen. Erste Wort gehört natürlich unseren Gästen. Wie findest du den Tag? Wie war es heute für dich? Ja gut, ich bin mit relativ wenig Erwartungen hier reingegangen, weil es ist schon mal schwierig, ein Fußballturnier, wo die Massen begeistert, sage ich jetzt mal, und einen guten Zweck zusammenzubringen. Klar, vielleicht hätten wir vielleicht 100, 200 Leute mehr haben können, aber das Feedback, was ich von allen Zuschauern bekomme, wirklich von allen, auch von den großen Sponsoren, ist durchwegs positiv und das bewegt mich einfach wahnsinnig. Und die ganze Geschichte mit dem Daniel, mit euch zusammen, war einfach eine tolle Geschichte. Ja, so gehört Amateurfußball, dass man einfach sagt, okay, man hält zusammen für einen guten Zweck und stemmt da was, wo vielleicht, ich denke mal, nicht viele andere Mannschaften so zusammengekriegt hätten wie Garching und wir. Vielen Dank. Daniel, er spricht jetzt gerade an. VfR Familie ist ja Programm. Jetzt haben wir gleich die Familie ein bisschen erweitert für einen guten Zweck. Magst du ein, zwei Worte sagen? Ja, erstmal riesen Dank an TSV Kottern. Der Kontakt war über die Bayernliga-Saison, die wir zusammen gespielt haben, schon sehr, sehr gut. Wir haben uns auf Anhieb irgendwie die zwei Vereine gemocht, wie wir hier waren und wie die bei uns waren. Deswegen ist die Idee halt aufgekommen, dass wir das hier spielen. Und die Jungs hier haben eine riesen Arbeit gemacht, das Ganze zu stemmen, die ganze Presse zu machen, den ganzen Aufbau zu machen, die ganze Organisation. Und da kann ich mich nur riesig für bedanken, weil der gute Zweck ist halt meine Idee. Aber die Umsetzung, wir sind halt zu weit weg als VfR, um da richtig viel zu tun oder tun zu können, aber wo wir helfen konnten, haben wir geholfen und man sieht einfach, ich finde es von den Zuschauern her trotzdem toll, wir haben einen schönen Tag, wir haben guten Fußball gesehen. Ränge sind ja auch gut gefüllt. Ja, also mehr kann es immer sein im Fußball, also jeder mag ein monstervolles Stadion, aber ich glaube, es ist Sommerzeit und keine Saison und für ein Vorbereitungsturnier 800 bis 1000 Zuschauer, glaube ich, in der Spitze muss einen verlangen. Und wir haben einfach was auf die Beine gestellt hier, was bestimmt seinesgleichen sucht, was bisher hier im Raum im Allgäu bestimmt noch gar nicht da gewesen ist. Und darauf bin ich auch als Garchinger stolz, dass das hier so gelaufen ist. Und ich hoffe einfach auf eine tolle Summe für das Kinderhospiz und dementsprechend legen wir uns alle ins Zeug. Peter, ich habe noch mal eine Frage. Ihr habt heute ja viel aufgeboten. Ich habe gehört vorhin, das war eine Tombola. Ihr habt auch für die Kinder was geboten. Wie kam das alles an? Hast du so ein bisschen Feedback von den Leuten hier schon? Ja, also wie ich es vorher gesagt habe, es war also wirklich durchwegs positives Feedback. Und egal, ob jetzt groß oder klein oder jung oder alt, jeder hat gesagt, toll, was ihr da macht in der fußballfreien Zeit. Mhm. Zumal dann für einen guten Zweck. Und für uns ist, man lacht immer ein bisschen drüber, dass wir sagen, Kottern ist eine Familie. Aber ich glaube oder ich hoffe, wir haben es heute beweisen können, dass wir wirklich eine Familie sind. Und so wie, dass die Kinder hier rumspielen in einem Sandkasten, wo vielleicht nicht ganz so toll ist, aber sie spielen hier rum, Hüpfburg und alles. Und wie gesagt, wenn wir dann vielleicht auch für manche Leute diesen Zweck irgendwo verinnerlichen können, dass Fußball nicht nur auch im Amateursport schon irgendwo Profibedingungen, Konkurrenzkampf ist, sondern dass wir auch im Endeffekt eine Gesellschaft darstellen und sagen, okay, wir machen was für einen guten Zweck, dann sage, bin ich stolz auf das und dann freue ich mich nachher auf ein Bier mit dem Daniel. Ich denke, der Trainer darf auch in der Vorbereitung ein Bier trinken und dass wir das schön ausklingen lassen, weil war einfach nur eine unglaubliche Erfahrung für mich und für den ganzen Verein. Das Bier hat nicht nur ihr beide verdient, man muss auch wirklich den ganzen Verein, sage ich mal, das Drumherum, einen herzlichen Dank für die ganzen Helfer auch, also das war echt eine große Sache. Dann, bevor wir zu der Frau Walte von Kinderhospiz St. Nikolaus schalten, die hat ja dementsprechend auch nochmal ein kleines Interview gegeben. Möchtest du noch mal persönlich, weil du ja auch betroffen warst, noch mal ein, zwei Worte an das Kinderhospiz richten? Ja, wir sind eine betroffene Familie, wie so viele, über 400 betreute Familien, die das Kinderhospiz dort jedes Jahr betreut und die Kinder dort einen tollen Ort gefunden haben und ein bisschen abzuspannen mit den Eltern, ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Und es ist ein Haus des Lebens, ein Haus der Bewegung. Wo einfach todkranke Kinder hinkommen können und mal durchschnaufen können mit ihren Eltern, was zu Hause einfach sehr, sehr schlecht möglich ist. Ein wahnsinnig tolles Team, was dort arbeitet. Und ich bin einfach nur stolz, dass wir sowas mal unterstützen können. Ich kann es privat nicht in dem Maße unterstützen, wie ich es mir wünschen würde. Und deswegen die Idee hier.
Und machst du das, was du kannst? Mache ich das, was ich kann, das ist Fußball. Und wir glauben, wir haben hier, wie gesagt, was Tolles zusammengekriegt. Und wenn am Schluss das Hospiz sich tolle Aktionen von dem Geld leisten kann, wieder für die betroffenen Eltern, dann bin ich einfach stolz drauf. Und dann ich fahre im Winter auch wieder hin mit meiner Family. Und dann, dann sind wir in guter Erinnerung an den Sommer und an das Turnier hier. Bevor wir jetzt vorbeischauen, habe ich doch noch eine Frage. Sehen wir uns nächstes Jahr hier wieder? Also wir haben schon überlegt, wie wir es machen. Vielleicht switchen wir irgendwann zwischen Garching und zwischen Kottern hin und her. Oder wir machen es alle 2 Jahre. Man muss einfach das Ergebnis jetzt abwarten und auch die Manpower, die das braucht über ein paar Wochen. Das muss man stemmen können und dementsprechend muss man gucken, wie oft man das halt machen kann. Aber der Wunsch ist natürlich da, ich glaube bei uns beiden und bei den Vereinen auch. Und der Fußball bietet halt einfach viel, viel mehr. Und wir reden immer von so vielen Gehältern im Fußball und allem drum und dran. Und ich glaube, der Fußball kann viel mehr Übergreifendes bieten. Und wir versuchen, hier einfach einen Teil dazu beizutragen. Und vielleicht schaffen wir es halt öfters. Ich würde mich freuen, wenn es öfter stattfindet. Ihr könnt euren Beitrag dazu leisten. Ihr findet dementsprechend unten eingeblendet die Internetadresse vom Kinderhaus St. Nikolaus. Da könnt ihr auch dementsprechend gerne spenden. Die würden sich über jeden Euro freuen. Wir geben jetzt das Wort an Frau Walter. Dankeschön. Also, mein Name ist Brigitte Walter vom Kinderhaus St. Nikolaus. Wir liegen in Bad Grönenbach. Und ich möchte mich als erstes mal ganz herzlich bedanken. Ich habe das jetzt alles hautnah mitbekommen, die ganze Organisation. Ganz herzlichen Dank, Herr Weber, als Initiator, eine tolle Idee, die uns auch bringt. Dann Herr Zuse und sein ganzen Team für die Ausrichtung des Turniers. Allen Beteiligten, allen Mannschaften, wir sind ja so viele Leute. Also nochmals herzlichen Dank von uns allen, vom ganzen Team und auch von den betroffenen Familien. Das Kinderhospiz ist anders als ein Erwachsenenhospiz. Wir begleiten die Familien ab der Diagnose des Kindes unheilbar und lebensverkürzt. Ab diesem Zeitpunkt kommt die ganze Familie zu uns. Das heißt, die Geschwister, die Eltern und das erkrankte Kind. Und in erster Linie ist es einfach mal eine Auszeit vom Alltag. Man kann das Kind in eine 24-Stunden-Pflege geben. Man hat einfach Zeit und Luft, dann einfach mal durchzuschlafen. Oder was zu unternehmen mit den Partnern, mit den gesunden Geschwisterkindern. Oft kommen die Familie über viele Jahre zu uns. Und ja, wir sind ein Kinderhospiz. Das heißt, wir begleiten die Familie auch in der Sterbebegleitung wie im Erwachsenenhospiz. Danach werden die Familien auch noch begleitet in der Trauer. Das ist so im Grunde unser Konzept. Wir sind leider spendenfinanziert. Ja, und freuen uns ganz arg über jede Unterstützung. Vielen Dank.